Hallo, ihr Wundervollen. Schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Tarotbotschaft. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt gemeinsam gleich in die Karten schauen und mal gucken, was die kommende Woche so mit sich bringen wird. Ich habe gerade schon, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ja, aber hier in München, wo ich aktuell bin und wo ich wohne, ist wirklich das Wetter so super, super herbstlich und es ist so grau und es ist irgendwie super gemütlich. Aber auf der anderen Seite, ne, ihr kennt es alle, oder? Wenn es dann grau wird, das macht was mit unserer Stimmung. Und ich habe hier einen kleinen Tipp für euch. Ja? Ich benutze super gerne ätherisches Öl und zwar Zitrusfrüchte, also Orange zum Beispiel, Grapefruit. Das ist so herrlich und ihr könnt es natürlich so in den Diffuser reintun, ja? Aber ich mache das auch manchmal gerne, so einen Tropfen auf die Handfläche und dann verreiben und dann dran schnuppern. Oh, ich sage euch, damit holt ihr euch die gute Laune und auch den Sommer ins Wohnzimmer, auch wenn er gerade draußen vielleicht auch bei euch nicht da ist. Ja? Einfach mal als kleiner Tipp hier für die Community. Dachte ich, lasse ich mal da. Also es lohnt sich hier wirklich, sowas zu Hause zu haben. Ich finde auch ein Diffuser, es gibt nichts Schöneres, als den anzumachen. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr sowas habt. Ja? Ob ihr einen Diffuser habt oder so, wo ihr so ätherische Öle reinmacht. Ganz tolle Geschenkidee, finde ich übrigens auch, ja. Wir haben ja noch nicht Weihnachten, ne? Aber wenn man vielleicht zu Weihnachten für jemanden was braucht, sowas für dich geht immer, gell? Gut, jetzt schauen wir aber mal rein. Was haben wir hier für Energien, ihr Wundervollen? Was haben wir hier für Energien? Ich bin ganz gespannt. Einmal bitte die Energien für die kommende Woche. Klar und direkt wollen wir sie haben. Klar und direkt bitte die Energien. Einmal die Hauptenergie bitte. Einmal die Hauptenergie bitte, klar und direkt. Was ist die Hauptenergie für die kommende Woche? Klar und direkt. Hier fürs Kollektiv. Die zwei sind's. Da haben wir schon mal die Hauptenergie. Die schauen wir uns mal zuallererst an. Okay, wir haben hier einmal den Pagen der Stäbe. Und den Wagen. Okay, das sind zwei sehr starke Energien und vor allem so Energien, die wirklich dich ins Tun bringen. Ich habe so den Eindruck, hier gibt es eine Sache gerade in deinem Leben, die du schon lange angehen wolltest, wo du schon lange gedacht hast, das muss ich jetzt eigentlich machen, ja? Und es war die ganze Zeit so in deinem Hinterkopf. Für manche ist das hier tatsächlich eine Reise, eine Unternehmung. Für manche ist es aber auch einfach, einen gewissen Anruf zu tätigen. Etwas ins Rollen zu bringen, sich vielleicht auf einen bestimmten Job zu bewerben. Sowas, ne? Sowas, wo du schon lange sagst, aber Achtung, das ist etwas, wo du sagst, kann ich das schaffen? Bin ich bereit? Ja? Bin ich gut genug? Kann ich das wirklich schaffen, diese Initiative zu ergreifen? Es kann auch sein, dass du den Impuls einfach schon lange hast, dich mal wieder bei jemandem zu melden. Und du bist so, boah, kann ich damit umgehen, was dann als Antwort kommen wird? Aber eigentlich hast du Lust. Weißt du, das ist keine Sache, die aus deinem Kopf kommt, wo du denkst, ich muss das jetzt machen, sondern das kommt so aus deinem Sakralchakra. Das ist so ein Gefühl von, ich muss einfach, ich muss den jetzt anrufen, ich muss mich um diesen Job bewerben, ich muss diese Sache machen, weil ich Lust darauf habe. Das ist aus einer Energie von Lust. Deswegen, ihr Lieben, das ist eigentlich eine super Energie, um Dinge zu tun, ja? Es kommt aus einer Energie von Lust. Und der Wagen, der soll dir sagen, zwei Dinge. Der Wagen kann einmal dafür stehen, dass diese Sache, auf die du Lust hast, mit einer Reise zu tun hat. Ja, mit einer Reise, mit einer äußeren Reise, mit einem Umzug, mit einer inneren Reise natürlich auch, mit Veränderung auf jeden Fall, ja, mit irgendeiner Art von Veränderung. Und du weißt, wenn ich das jetzt mache, dann kann das einen Stein ins Rollen bringen und eine Veränderung in mein Leben bringen, ja, und das weißt du. Ich soll dir mit dem Wagen auch sagen, dass du aber mit dieser Veränderung umgehen kannst. Mit dem, was da angestoßen wird, kannst du umgehen. Du hast die Kraft, du hast die Fähigkeiten und vor allem, du hast ganz viel Power hinsichtlich dieser Angelegenheit. Du hast auch so einen gewissen Fokus aktuell. Also gefühlt ist es so, das Portal ist offen und jetzt ist die Zeit und du kannst das jetzt alles auch schaffen. Für manche soll ich auch sagen, wenn es hier um jemanden geht, auf den du zugehen möchtest, auch diese Person bewegt sich auf dich zu. Okay? Das
ist hier auch ganz wichtig. Auch diese Person bewegt sich auf dich zu, wenn du überlegst, ich sollte auf jemanden zugehen. Und egal was es ist, es erscheint dir größer, als es am Ende des Tages ist, also im positiven Sinne. Ja, du denkst, wow, schaffe ich das? Yes, es ist kein Problem. Weißt du was, wir gehen jetzt gleich mit den Lennys rein. Ich möchte hier immer klare Antworten für dich. Einmal in die Klärung, bitte. Wir haben den Bären. Das ist einmal eine sehr starke Anziehung zu einer Sache, zu einem Menschen, zu einer Sache. Eine sehr starke Anziehung. Und du überlegst natürlich, bin ich stark genug? Ja, bin ich stark genug? Sowohl vielleicht mental, aber auch emotional. Ja, und der Bär zeigt mir aber durchaus, ja, du bist stark genug. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist auch mit der 15, da haben wir auch runtergebrochen, die 6, die lieben das. Und es ist dein Herzensweg. Und ich sag mal so, deine Freude, deine Leidenschaft, ja, deine sakrale Power, wie ich schon gesagt habe, die sehnt sich danach. Das Seelenfeuer in dir. Und wir haben hier den Schlüssel liegen. Diese Sache zu initiieren, diese Sache jetzt zu tun, ist ein Schlüssel für dich, so ein Schlüsselmoment. Du entschlüsselst damit etwas, du klärst damit etwas, du findest Klarheit, du entschlüsselst auch einen neuen Weg für dich. Ja? Diese Sache öffnet dir einen ganz neuen Weg. Das ist auf jeden Fall hier mal ganz klar. Eventuell sogar könnte das hier auch der Schlüssel zu einem neuen Abschnitt, aber auch zu einer neuen Person sein. Der Schlüssel zum Glück höre ich auch. Der Schlüssel zum Glück. Der Schlüssel zum Glück. Eine kleine Sache, die dich gerade ruft, ist dein Schlüssel zum Glück. Ich hätte gern hier nähere Informationen. Dann nehmen wir die. Die wollten raus. 4 Stück. Wir wollten nähere Informationen, wir haben sie. Der Narr, aber er war umgekehrt. Was bedeutet das? Ich drehe ihn einmal für dich um. Der umgekehrte Narr heißt, dass du schon längst weißt, was zu tun ist, du dich aber gegen diese Intuition versperrst gerade. Ja? Dass du gerade diese Intuition nicht ganz landen lassen willst, obwohl du weißt, was hier zu tun ist für dich, obwohl schon lange hier dieses Seelenfeuer in dir ruft und lodert und sagt, mach das, ah, ja, mach es. Und dann kommt der Verstand. Und der Verstand sagt, was denken dann die anderen von mir? Was denken die? Was denkt die Freundin, der ich doch gesagt habe, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben? Jetzt melde ich mich plötzlich bei dem. Was sagt die dann zu mir? Was denkt vielleicht auch der Mensch, bei dem ich mich um einen Job bewerbe, über mich, ja, die werden mich vielleicht beurteilen. Also ich habe hier den Eindruck, was ich ganz stark reinkriege, ist, das hat hier ganz viel damit zu tun, dass du darüber nachdenkst, wie andere über dich denken könnten. Und deswegen hältst du dich zurück. Du hältst den Impuls, der eigentlich so stark reinkommt, zurück und verwehrst dir dadurch eine gewisse Leichtigkeit, weil diese Sache hier würde ganz viel Freude, Spaß und Leichtigkeit in dein Leben bringen. Einmal auf den Nahen, bitte. Habt ihr gesehen, wie die rausgesprungen ist? Ja, genau. Du sperrst dich ein bisschen in den Turm wie Rapunzel. Ja, du sperrst dich selber so ein bisschen in den Turm. Ja, und da hast du zugesperrt. Du hast dich da so in den Turm, deine Intuition, nein, 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 das ist jetzt doch mir ein bisschen zu waghalsig. Und du hast da zugesperrt. Du hast es weggesperrt. Und du hast den Schlüssel und der liegt hier. Und jetzt kannst du auch wieder aufsperren, weil schau mal, der Schlüssel liegt hier so wundervoll, gerade in diesem Dreiergespann in der Mitte. Und der Schlüssel zeigt mir einfach die Kraft, du hast die nötige Kraft, mit dem Schlüssel jetzt diesen Turm aufzusperren und wieder deine Leichtigkeit, deine Freude, deine Intuition rauszulassen. Ein Wagnis einzugehen. Ein Wagnis. Das ist auch, was ich so stark gerade reinkriege. Und für manche kann es auch sein, dass du diesen Sprung nicht wagst, wegen irgendwelchen organisatorischen Dingen, wegen irgendwelchen behördlichen Dingen, wo du vielleicht Sorge hast. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel, du willst dich selbstständig machen und irgendwie machst du dir Gedanken, wie kriegst du das organisatorisch hin oder du müsstest für irgendeine Sache einen Kredit aufnehmen und da machst du dir Sorgen und so.
Und gleichzeitig deine Intuition ist sehr, sehr stark, ja? Die kickt hier rein und lass dich hier nicht aufhalten. So, was haben wir hier noch? Auch umgekehrt, die 9 der Münzen. Die 9 der Münzen ist für mich gerade hier beides. Also für mich steht sie sowohl umgekehrt als auch aufrecht. Die 9 der Münzen ist immer eine Karte, dass wir viel Energie in was reingegeben haben. Wir haben uns in eine Sache involviert. Wir haben wirklich, wir sind reingestorben. Ja? Wir sind einfach, wir haben unser Herz geöffnet, jemanden angerufen. Wir haben uns beworben und die wunderschönste Bewerbung hingeschickt, ne? Und haben alles getan. Ja? Und haben wirklich auch, ganz wichtig, weil oftmals wird die 9 der Münzen für mich verwechselt mit einer Energie, die sagt, du wirst belohnt für harte Arbeit. Aber warum glauben wir immer nur für harte Arbeit belohnt zu werden? Ich sehe diese Karte eher, du wirst belohnt dafür, dass du dich voll involviert hast in eine Sache. Und wenn du dich voll involvierst, dann muss das nicht hart sein, sondern dann ist das einfach, du hast dein Herz auf eine Sache geschmissen, du hast dich da reingegeben, ja. Und das ist die Energie. Und die 9 der Münzen zeigt uns dann das Ergebnis dessen an. Denn wenn wir uns reingeben mit vollem Herzen, dann können wir auch die Ernte einfahren und in den Genuss kommen, ja. Das ist einfach so. Zum Beispiel am Anfang in meinem Business habe ich ganz viel Energie reingegeben und wenig rausbekommen. Mittlerweile gebe ich viel weniger Energie rein im Sinne von Zeit. Ich involviere mich aber immer noch natürlich komplett. Aber ich gebe weniger Zeit rein und bekomme mehr raus. Das liegt daran, weil ich eine Zeit lang ganz viel reingegeben habe. Und da sie umgekehrt erschien, zeigt mir einfach, wenn du die Intuition wegsperrst, bleibt dir das verwehrt. Aber eigentlich ist das als Potenzial hier. Eigentlich, wenn du dieser Intuition folgst, diese Sache hier führt dich dahin. Diese Sache hier macht dir so Freude, die lässt dich so aufleben, die gibt dir was. Die gibt dir etwas. Es kreiert dir was, dass du dort landest, wirklich als diese Frau, die wirklich Energie zurückbekommt. Und das ist manchmal einfach magisch, ja? Manchmal ist es magisch, manchmal ist es genau die Sache, in die wir Energie reingeben, manchmal ist es eine völlig andere Angelegenheit. Und in der Woche habe ich hier auch den Eindruck, wenn du es schaffst, diesen Turm hier aufzusperren, ein Wagnis einzugehen, dann kommt ganz viel zurück in dieser Woche. Also es könnte sogar in dieser Woche wirklich schon ein Geldfluss zu dir zurückkommen. Jemand könnte dir etwas schenken. Du könntest irgendwohin eingeladen werden. All solche Dinge. Oder plötzlich kommt irgendwo von irgendwo eine Rückzahlung und du kannst dir irgendwas Schönes gönnen. Du kannst irgendwie für dich einkaufen gehen oder ins Spa. Ja, so das Potenzial ist hier. Das Potenzial ist hier in dieser Woche auf jeden Fall. Oh, wow. Und die Liebe liegt da. Die Liebe. Einfach die Liebe. Also auch dieses, dein Herz bekommt was zurück. Dein Herz bekommt was zurück. Und es kann natürlich in der Liebe sein, also ganz klassisch in der Liebesangelegenheit. Das kann aber auch im Business sein oder in der Gesundheit oder so, dass du dich voll reingibst in diese Sache, dass du ein Wagnis eingehst, dein Glück damit freischaltest. Und ich sehe hier, wenn du das tust, haben wir das Potenzial, dass ganz viel Herzensenergie, warme Energie, Liebe zu dir fließt. Hier liegt der Schlüssel. In dieser Sache hier liegt der Schlüssel. Was haben wir denn noch für Informationen? Ja, und du wirst auf diesem Weg natürlich, ich meine, das ist ganz klar, du gehst ein Wagnis ein, das haben wir schon gesagt. Natürlich wirst du da auch ein bisschen mit den Ängsten konfrontiert werden. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel drüber reden. Da kommen natürlich Ängste und vielleicht malst du dir auch im Kopf Horrorszenarien aus, die so gar nicht eintreffen. Also wichtig hier ist zu wissen, all diese Worst-Case-Szenarien, Horrorszenarien, wo du im Kopf hast, oh Gott, und dann könnte dies passieren und dann könnte das passieren. Das sind einfach nur, das sind einfach nur Imaginationen. Das ist nicht die Wahrheit. Lass dich hier nicht täuschen. Lass dich von diesen inneren Bildern nicht täuschen. Lass dich von den inneren Bildern nicht in die Irre führen. Das sehe ich hier so, ist so wichtig. Von irgendwelchen Fantasien in die Irre führen. Manchmal lassen wir uns in die Irre führen von der Fantasie, oh, er liebt mich und wir schauen der Realität nicht ins Auge, dass
er gar nichts mehr von einem will. Auch das lass dich davon nicht in die Irre führen. Aber auch nicht davon, dass du dir irgendwie ein Horrorszenario ausmalst, was passiert, wenn du dich da bewirbst oder wenn du diesen Menschen anrufst oder sowas. Mach eine lebendige Erfahrung und lass dich nicht nur von bloßen Gedanken und Vorstellungen und Schlussfolgerungen abhalten. Ganz wichtig. Die Gefahr ist so ein bisschen in dieser Woche, dich in die Irre führen zu lassen und dann, dass du es nicht machst. Aber wenn du es machst, haben wir ja schon gesehen, was hier auf dich wartet, oder? Oh, okay. Und wir haben hier noch die Energie von einer Auseinandersetzung, von etwas... ich habe fast den Eindruck, es ist etwas, was dir in der... Ich muss noch ein bisschen hier zusammenrutschen, damit wir gleich noch die Orakelkarten ziehen können. Ich habe hier fast den Eindruck, diese Kampfesenergie ist etwas, vielleicht... Ja, vielleicht wartet hier noch eine kleine Challenge, kleine Auseinandersetzung auf dich. Vielleicht hat das gar nichts mit dem hier, was ich hier als Ganzes sehe, zu tun. Ich möchte mal mit den Lennys reingehen, weil mir das gerade nicht ganz klar ist. Hatten einen Impuls... Wow, ich habe einen Impuls, aber ich weiß nicht, ob er stimmt. Das ist ein innerer Kampf. Das ist ein innerer Kampf. Und du wirst gewinnen bei diesem inneren Kampf. Das ist ein innerer Kampf hinsichtlich eben deiner Intuition und den führst du schon länger. Höre ich ganz plötzlich. Du führst diesen Kampf schon länger. Und du bist schon länger am Zaudern und soll ich nicht, wie soll ich es genau machen, was kommt dann alles auf mich zu. Aber jetzt ist es wirklich an der Zeit. Was haben wir denn auf der Rückseite? Auch die Kraft, guck mal, die Kraft. Es ist jetzt Zeit, diese dunklen Seiten, diese Imaginationen, diese Worst-Case-Bilder, diese Horrorszenarien, dieses Oh Gott, was ist, wenn es nicht klappt, das zu beruhigen. Das zu beruhigen. Und, wow, schau mal, was hier liegt. Oh nein. Jetzt habe ich Gänsehaut. Wie weit sollen wir noch, also wie weit soll ich noch machen? Jetzt nehmen wir mal die drei, weil es wird nur noch krasser. Schau mal. Es geht darum, dass du jetzt dieses Ding in dir zähmst. Und die Sache, die du hier angehst, wenn du sie angehst, die führst du zum Sieg. Und die wird wunderschön. Wir haben das Ass der Kelche hier. Das wird reibungslos laufen, die 9 der Münzen. Dieses Wagnis ist dein Schlüssel zum Glück. Wenn du dieses Wagnis eingehst, entfachst du so eine Herzensenergie, eine liebevolle Energie, eine glückselige Energie, einen Sieg. Also was soll ich dir noch sagen? Und da liegst auch noch du als Königin der Stäbe, die jetzt endlich ihre Sache angeht. Ja, und gerade die wollte auch noch raus. Ritter der Kelche, also das ist nur die Energie. Oh mein Gott, es ist nur die Energie von wirklich... Da ist was, was in dir schlummert, auf das du Bock hast. Und wenn du das machst, wenn du es einfach machst, wird es richtig gut. Es wird richtig gut und diese Legung sollte gerade so zu dir finden, damit du aufhörst, dir irgendwas auszumalen im Innern und dir einzureden, dass es nicht klappen würde. Weil diese Legung sagt auf allen Ebenen, es klappt, es klappt, es klappt, es klappt. Das Einzige, was dir noch im Weg steht, ist, dass du diesen Turm aufsperrst und die Intuition wieder rauslässt und ihr wieder folgst. Also, das ist ja eine Legung. Könnt ihr noch ein paar Orakelkarten hier? Weil das ist, ich komme selber fast ins Schwitzen. Das ist ja wirklich eindeutig. Und ich weiß auch ganz genau, was es für mich bedeutet. Und wenn du auch weißt, was es für dich bedeutet, dann gib doch gerne mal einen Daumen nach oben. Und schreib auch gerne mal was in die Kommentare, was es für dich bedeutet, ja. Weil ich weiß es für mich ganz genau. Es kann auch nicht nur eine Sache betreffen. Ne? Bei mir sind es zwei Sachen, wo ich ganz genau weiß. Reparaturarbeit. Reparaturarbeit. Und schau mal, wir haben hier die 7. Die 7. Ja, es gibt vielleicht jetzt ein bisschen was zu reparieren im Sinne von die Reparatur, die ich hier sehe, das wieder zusammenfügen. Guck mal.
Hier, die flicken sowas, die fügen wieder etwas zusammen, damit eine Sache wieder ganz wird, wieder rund wird. Das ist das mit deiner Intuition, die du weggesperrt hast. Die musst du da wieder rauslassen, wieder mit dir zusammenfügen. Und auch dieser Weg, den du hier gehen wirst, das, was du da anstößt, ist eine Art von Reparaturarbeit. Das kann eine Beziehung sein, die wieder gekittet wird. Oder das kann sein, dass du wieder auf deinen Weg kommst mit dieser Sache, die du hier anstößt. Eine Reise, die dich endlich wieder voll in deine Energie bringt, das ist etwas, das ganz wichtig, das ist etwas hier, was wieder dich zu dir selbst werden lässt. Und auch, was wieder Dinge in Ordnung bringt. Und du fühlst jetzt ganz genau, was es ist. Und du machst dich auf. Das ist der Weg dorthin. Welche Göttin möchte dir denn noch zur Seite stehen? Welche Göttin? Wow. Wir haben Sekhmet. Und zwar sei stark. Du bist stärker, als du glaubst. Und deine Stärke sichert dir ein gutes Ergebnis. Dödüm. Wie passend kann Tarot und Kartenlegen eigentlich sein? Die Stärke haben wir hier. Die Stärke, die Kraft haben wir hier auf der Rückseite gehabt. Wir haben Willensstärke im Wagen. Also wir haben hier ganz viel das Thema, sei stark, du unterschätzt dich. Das ist, was ich höre, du unterschätzt dich, du unterschätzt dein Wirken, du unterschätzt dein Können, du unterschätzt deine Durchschlagskraft, du unterschätzt, was du schaffen kannst, du unterschätzt auch, dass du damit umgehen kannst, du unterschätzt dich. Sei stark und schau dir nochmal sie an. Wow, in diesem wunderschönen Outfit sieht auch die Löwen neben sich. Also der Löwe könnte hier wirklich für dich ein ganz wichtiges Tier als Krafttier sein in dieser Woche, der dich immer wieder erinnert, sei stark und mach es, sei stark und mach es, sei stark und mach es. Ich bin ganz geflasht. Ich bin so geflasht und ich möchte euch an der Stelle sagen, wer auch immer sich dafür interessiert von euch, selber mit dem Tarot so zu arbeiten, ich mache ja nicht nur Legung, ich verknüpft es mit meinen Kursen, ich helfe Menschen damit, ihr Business aufzubauen und so weiter. Also wer da wirklich Lust drauf hat, das Tarot selber für sich zu lernen, auf einer 10-wöchigen Reise mit mir, die wird wieder im Herbst starten. Ihr könnt euch jetzt in die Warteliste eintragen. Die packe ich euch hier drunter unter das Video. Und ihr tragt euch einfach nur in die Warteliste unverbindlich ein. Und wenn es soweit ist, und es wird in den nächsten Tagen schon soweit sein, dass wir den Vorverkauf öffnen, dann erhaltet ihr auf der Warteliste den allergünstigsten Preis, den es so nicht geben wird. Den gibt es nur für die Menschen auf der Warteliste. Also tragt euch einfach nur da ein mit eurer E-Mail-Adresse und ich sage euch dann Bescheid und dann habt ihr die Chance, im Herbst mit dabei zu sein und einen der limitierten Plätze für die Tarot-Ausbildung zu bekommen, um selber das Tarot lesen zu lernen und zwar nicht einfach nur mit den Bedeutungen aus dem Buch, sondern auch aus euch heraus. Wir aktivieren dort eure Channel-Fähigkeiten, eure innere Weisheit, sodass ihr wirklich eine Kartenlegerin werdet, die es so kein zweites Mal gibt. Weil wir brauchen keine Kopien, wir brauchen dein Original. Ja? Und das machen wir im Herbst. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Also das ist hier die Einladung. Und an alle anderen, schreibt mir ansonsten noch, wie euch die Legung gefallen hat. Ich bin ganz geflasht. Ich kann diese Woche nicht abwarten. Ich werde das tun, was hier wirklich liegt in den Karten. Ich weiß es ganz genau. Ich gehe es an. Und wenn es auch angeht, dann lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und dann freue ich mich wahnsinnig, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich freue mich sehr drauf. Bis dann.